Deeskalation zwischen der Ukraine und Russland um die Meerenge der Krim ist wirklich sehr gefährlich. Es kam zu einer direkten Konfrontation des Militärs der beiden Staaten und aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Interessen ist die brisante weltpolitische Lage dahinter schwer zu durchschauen. Ich informiere euch. Hallo zu Russland direkt. Schon gleich der Beginn der Auseinandersetzungen zwischen der ukrainischen und russischen Marine unweit der neuen Krimbrücke am 25. November liest sich nach den Darstellungen beider Staaten wie zwei verschiedene Vorfälle. Sicher ist nur, dass ukrainische Schiffe von russischen beschossen, gerammt und geerntet wurden. Das russische Militär gibt an, die Ukrainer hätten dieses Verhalten absichtlich provoziert und seien ohne entsprechende Genehmigung in russische Hoheitsgewässer eingedrungen. Folgt man dieser Darstellung, war die Reaktion des russischen Militärs zwingend. Die Ukrainer bestreiten das und geben an, ihre Schiffe seien unprovoziert vom russischen Grenzschutz angegriffen und beschossen worden. Dieser ukrainischen Sicht folgen die deutschen Medien, oft sehr scharf wie der Deutschlandfunk, der behauptete, das Verhalten Russlands sei an Dreistigkeiten nicht zu überbieten. Strittig ist zwar zwischen Russland und der Ukraine, ob die Ukraine russische Lotsen an Bord nehmen müssen, wenn sie dort fahren, aber in der Tat hatte derselbe ukrainische Konvoi solche Lotsen bereits an Bord gelassen, dieses Mal jedoch nicht. Sowohl Russland als auch die Ukraine präsentieren Videoaufnahmen, um ihre Darstellungen zu untermauern. Beide geben an, sie hätten Kontaktaufnahmen zum jeweiligen Gegner zur Deeskalation versucht, die unbeantwortet geblieben wären. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, nun Militär hinter der Grenze zusammenzuziehen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB veröffentlichte ein Video, auf dem die gefangenen ukrainischen Matrosen zugeben, den Angriff der Russen provoziert zu haben. Der ukrainische Marinechef meint dazu, diese Aussagen seien unter Druck entstanden. In der ukrainischen Politik hatte der Vorfall sofort eine ganze Kette von Reaktionen ausgelöst, wie die Ausrufung des Kriegsrechts und das Beschwören einer Kriegsgefahr. Sogar eine Anforderung von deutschen Militärschiffen für die Region gab es, die nun die NATO abgesagt hat. Das ukrainische Argument, die deutsche Marine vor der Krim könne Russlands Brutalität stoppen, überzeugte die NATO nicht und sie vermutet einen anderen Hintergrund oder eine zusätzliche Eskalationsgefahr. Bevor wir zu den ernsten internationalen Folgen dieses militärischen Zwischenfalls kommen, lohnt sich ein Blick darauf, wem die Situation nützt. Beispielsweise werden solche außenpolitischen Aktionen genutzt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Beide Staatschefs, Poroschenko in der Ukraine und Putin in Russland, sind derzeit nicht auf dem Gipfel ihrer Beliebtheit. Poroschenko vor allem wegen dem ständig sinkenden Lebensstandard im Land, Putin wegen der ungeliebten Rentenreform. Zwischen beiden Tiefs bestehen jedoch große Unterschiede. Poroschenkos Unterstützung in der Bevölkerung lag vor dem Konflikt nach Umfragen gerade noch bei 10%, Putins unter den Wählern bei 55-60%. Weiterhin muss Putin wegen schlechten Umfragen nicht Angst haben, denn er, wie kurz davor die Staatsduma, sind noch lange im Amt. Poroschenko dagegen stehen Wahlen und ein wahrscheinlicher Machtverlust bevor. Nach einem Interview der Expertin Sabine Fischer von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik in der Tagesschau hat Russland kaum ein Interesse an einer militärischen Eskalation. Sie kann aber Stimmen nicht verschweigen, dass von Seiten der Kiewer Regierung eine Eskalation gewollt ist, auch wenn sie selbst nicht an eine gesteuerte Provokation glaubt. Anders als die ukrainische Politikerin Julia Timoschenko, die schon im Juli warnte, Poroschenko würde eine Verschärfung der Sicherheitslage absichtlich herbeiführen. Von ukrainischer Seite bestätigt wurde dabei die Meldung, dass an Bord der eigenen Schiffe nicht nur Matrosen, sondern auch Mitarbeiter ihres Geheimdienstes waren. Auch jetzt nach dem Zwischenfall ist eine eskalierende Reaktion auf Seiten der Ukraine feststellbar. Kriegsrecht, Ausreisestopp für alle Ausländer in Richtung Krim, Einreisestopp für russische Männer, Restriktionen für in der Ukraine lebende Russen und Poroschenkos Behauptung, Russland wolle sich die gesamte Ukraine einsetzen. Verleiben. Sogar die NATO rief nun die Ukraine, natürlich neben Russland, zur Mäßigung auf. Der Russlandforscher Kai Ehlers meint hierzu, die radikalisierten Ukraine seien der Kontrolle des Westens entglitten.
Trotz dieser Indizien fordern viele Vertreter und Förderer der Ukraine über große deutsche Zeitungen vor allem eine Bestrafung Russlands. Ukrainische Politiker wie Vitali Klitschko kommen mit dieser Forderung breit zu Wort. Gleich neben der Analyse von Sabine Fischer macht ARD-Kommentator Stefan Stuchlik alleine Russland für die Entstehung der Gesamtsituation verantwortlich. Wegen der Krim 2014, nach Ansicht Stuchliks, dem Grund für alles Schlechte, das seitdem passiert. Eine ganz andere Sicht haben natürlich russische Experten wie Fjodor Lukjanow auf der Seite des russischen Rates für internationale Angelegenheiten. Er unterstellt den Ukrainern offen, hier Spannungen über die bilateralen Beziehungen hinweg auszudehnen. Poroschenko wolle die Wahlen im Frühjahr verhindern, denn beim jetzt geltenden Kriegsrecht finden sie nicht statt. Ähnlich äußert sich auch Präsident Putin, der eine ukrainische Provokation als offensichtlich bezeichnet. Poroschenko wolle so sein baldiges politisches Ende verhindern. Gleichzeitig beteuert er in seinem Statement mehrfach, dass es sich beim Vorfall in der Straße von Kertsch nur um einen kleinen Grenzzwischenfall handelt und bestätigt damit der ARD-Expertin Fischer und ihre Ansicht, dass Russland kein Interesse daran hat, den Vorfall hochzuspielen. Etwas anders als in der dortigen Presse stellt sich die Situation in der westlichen Politik dar. Auch hier gibt es Lippenbekenntnisse zur Unterstützung der Ukraine, sie sind aber in Westeuropa nicht so scharf wie bei früheren umstrittenen Vorfällen und hieraus ergibt sich eine Chance. Die Regierungen von Deutschland und Frankreich haben es sehr schnell abgelehnt, auf die Eskalation mit neuen Russland-Sanktionen zu reagieren. Und diese Position wurde mittlerweile von der EU geschlossen übernommen. Sogar von Staaten wie Estland, das erst scharf mit Botschaftereinbestellung Forderungen nach Strafe und Freilassung der Inhaftierten reagiert hatte, obwohl es ja am Konflikt nicht beteiligt ist. Die gleiche Forderung haben nun ebenfalls die G7-Staaten erhoben. Deutschland würde im Konflikt gerne eine Vermittlerrolle spielen. Ein entsprechendes Angebot zu einem Treffen im Normandie-Format zur Klärung machte Außenminister Maas. Sein russischer Kollege Lavrov hat ein solches Treffen zunächst abgelehnt. Jetzt kommt es aber durch direkte Vereinbarung von Putin und Merkel doch zustande. Es ist aber die Frage, ob Deutschland für einen neutralen Vermittler in diesem Fall zu stark auf der Seite der Ukraine steht. Sowohl Putin als auch Lavrovs Sprecherin Sacharowa forderten die deutsche Regierung nur auf, mäßigend auf die Ukraine einzuwirken. Hier setzt man in Moskau Hoffnungen auf die Bundesregierung als weniger radikalen Gegner im Konflikt. Eine deutsche Diplomatie der leisen Töne zur Konfliktlösung mit Russland hat begonnen, wie die aktuelle Reise des niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil nach Moskau zeigt oder eben das Gespräch zwischen Kanzlerin Merkel und Präsident Putin am Rande des G20-Gipfels mit überraschendem Ergebnis. Eine andere Entwicklung in den deutsch-russischen Beziehungen könnte jedoch durch den neuen Zwischenfall beendet werden, die vorsichtige Entspannung zwischen Berlin und Moskau in den letzten Monaten. So gab es harte Vorwürfe von Kanzlerin Merkel an Russland bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Kiew. Es sorgte in regionalen Konflikten für Instabilität. Merkel kritisierte generell den Brückenbau zur Krim. Solche Töne war man zuletzt nicht mehr von ihr gewohnt. Scharf sind wie immer bei Konflikten die Reaktionen aus den USA. UNO-Botschafterin Nikki Haley und der US-Senat bezeichneten den Kertsch-Zwischenfall als russische Aggression. Präsident Trump sagte ein geplantes Treffen mit Putin zunächst ab und holte es dann nur in stark verkürzter Fassung nach. Angesichts aller politischen Mutmaßungen sollte die extrem angespannte Situation vor Ort rund um die Krim nicht vergessen werden. Es ist nicht nur so, dass Staaten dasselbe Staatsgebiet beanspruchen, auch ihr Militär steht sich aufgeheizt Auge in Auge gegenüber. Eskalation kann hier nicht nur gesteuert aus den Hauptstädten, sondern auch direkt durch militärische Handlungen und sogar Missverständnisse vor Ort entstehen, egal wer sie danach nutzt. So wurden schon vor dem aktuellen Vorfall Fischgüter der jeweils anderen Seite von ukrainischem und russischem Militär beschlagnahmt und Besatzungen verhaftet. Im September hatte es daneben bereits einen umstrittenen Vorfall gegeben, an dem zwei ukrainische Kriegsschiffe in den Gewässern der Krim beteiligt waren. Aktuelle News direkt aus Moskau gibt's immer sonntags mit mir bei Russland direkt unter dem eingeblendeten Link all meine Videos. Abonniert uns für unabhängige Nachrichten aus Russland zu den wichtigsten Themen.